liebe Heldinnen und Helden da draußen, wir gehen in die nächste Runde unserer fantastischen Interviews und ich bin ganz erfreut darüber, wieder einen Träger hier vor mir sitzen zu haben, einen Kita-Träger. Er ist nicht nur Kita-Träger, die haben auch noch andere Projekte am Start, aber aus diesen Gründen habe ich mich mit ihm verabredet und ich will gar nicht so viele Worte verlieren, sondern direkt an Sie übergeben und bitte Sie mal ganz kurz zu sagen, wer sind Sie und was machen Sie? Okay, Axel Thelen, mein Name, vom Träger Educare. Wir bauen mit an dem Thema frühe Bildung und wie bekommen wir frühe Bildung wieder vom Kopf auf die Füße gestellt. Wir glauben, dass frühe Bildung eine hohe Bedeutung hat und wollen einen Beitrag halt einfach leisten. Zu meiner Person, zweifacher Vater, und meine Jungs sind an sich der Grund auch, warum ich das angefangen habe. Nämlich durch Erfahrungen, die ich hatte, gab es einfach das Thema, durch sehr gute Erfahrungen und weniger gute Erfahrungen, hey, da geht was, Eltern, Erzieherinnen, als auch Wissenschaft, als auch die Politik, die wir zu dem Zeitpunkt kennengelernt haben, haben gesagt, ja, wir wollen was und alle in dieselbe Richtung. Und das hat den Herrn Bracht und mich aufgerufen zu dem Thema, die Welt will uns, also legen wir los, haben einen Träger gegründet und dann haben wir eine Menge toller Erfahrungen gemacht. Heute haben wir 40 Kindertagesstätten und ich bin riesig glücklich. Das ist jetzt 20 Jahre her, seit wir das gegründet haben und fühle mich immer noch wie ein Rookie, dass es eine Menge zu entdecken gibt in der frühen Bildung und eine Menge zu bewegen. Aber da kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich nochmal drauf zurück. Ja, sagen Sie doch mal ganz kurz, Herr Thelen, was waren denn in den letzten 20 Jahren für Sie die größten Herausforderungen, die größten Meilensteine oder Schritte in dem Betreiben und Aufbauen von Kitas oder von guter Bildung? Okay, also die Meilensteine bei uns, das heißt bei Educare war es, erstmal das Vertrauen zu bekommen, dass wir das wirklich ernst meinen. Das heißt, wir waren zwei Männer, beide Nicht-Pädagogen, aber mit der Idee, wir gründen einen Träger, wo jedes Kind letztendlich den Zugang zu exzellenter früher Bildung bekommt. Das war noch vor PISA und die Herausforderung war erstmal zu meistern, unsere Ernsthaftigkeit unter Beweis zu stellen. Das heißt, das hat eine gewisse Zeit gedauert, bis wir die erste Kita dann eröffnen konnten. Und dann hat man uns geglaubt, hey, guck mal, nach zwei Jahren durchhalten, die meinen das wirklich ernst. Und eine Stadt Stuttgart hat uns dann das Vertrauen für mehrere Kitas mit der Zeit gegeben. Der nächste Punkt war sicherlich, was ein Meilenstein war, war PISA, auch wenn das überinterpretiert wurde. Das heißt, auch zu Verschlechterungen aus meiner Sicht, wenn man auf frühe Bildung guckt, geführt hat. Und das, womit wir sicherlich jetzt nochmal einen Meilenstein haben, ist der Ausbau. Wo ich gut finde, dass wir in Quantität gegangen sind, um dann jetzt in Qualität auch zu gehen. Wobei das ist die Herausforderung, mit der wir jetzt zu tun haben, nämlich, dass wir uns alle, wirklich alle, nicht verstecken können, sondern aufstehen müssen und für Rahmenbedingungen aufstehen, die es wirklich den Kolleginnen und Kollegen, die sich der frühen Bildung verschrieben haben, die Rahmenbedingungen sicherstellen, damit sie ihre Leidenschaft, Professionalität und Herzlichkeit ausleben können. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, gerade jetzt die Herausforderung. Wir haben verschiedene Kampagnen Richtung Politik gemacht, um das deutlich zu machen. Das heißt, neben den eigenen Themen, dass wir sehr stark mit Strukturen und Prozessen arbeiten, um den Fachkräften wirklich die Verfügungszeit zum Beispiel zu geben, die sie brauchen, um der Individualität auf die Spur zu kommen oder Leitungen freizustellen, weil das sind, also die führen kleine Unternehmen. Ne? So, das kannst du nicht nebenbei machen, sondern da brauchst du die Zeit. Ne? Und du brauchst auch das Coaching dazu. Und das haben wir probiert über Strukturen, Prozesse und eine Unternehmenskultur zu machen, die über sehr viel Eigenverantwortung geht, nämlich, dass wir sagen, die Expertinnen, das ist die einzelne pädagogische Fachkraft, die gilt es zu stärken, in ihrem Bemühen, auf die Individualität des einzelnen Kindes einzugehen. Das heißt, da sind wir als Träger gefordert, Rahmenbedingungen sicherzustellen, die es wirklich dann erlaubt, der Individualität auf die Spur zu kommen und sie entsprechend professionell zu begleiten, damit Kinder sich wirklich individuell entfalten können. Mhm. Zweiter Punkt ist, wir müssen an der Politik dranbleiben, weil nur wenn Politik wirklich das Zeichen bekommt, dass es uns ernst ist und dass wir nicht, dass wir die Politiker dann nicht mehr wählen, wenn sie sich des Themas nicht annehmen, nur dann, glaube ich, bekommen wir diesen Schwung hin, dass die Politiker vor dem Thema dann sehen, hey, was wäge ich denn jetzt ab? Müssen sie Konsequenzen spüren? Ansonsten, wenn sie keine Konsequenzen spüren,
dann werden Sie sich natürlich in anderen Themen, für andere Themen entscheiden, wo Konsequenzen spürbar sind. Ja. Wird nur dann erfolgen, wenn wir aufstehen. Ne? Deshalb haben wir das die eine oder andere Kampagne gemacht und probieren halt die Wertschätzungskampagne, um erstmal Aufmerksamkeit für dieses grandiose Berufsfeld zu bekommen, um dann im nächsten Schritt zu sagen, jetzt lasst uns mal relativ hart und wirklich hart. Also wir müssen auch auf Konfrontation gehen, obwohl ich weit weg von einem konfrontativen Typ bin, aber sehr deutlich machen, hey, wir müssen jetzt die Rahmenbedingungen bekommen für qualitative Arbeit. Ne? Das geht so nicht. Wir brauchen Qualitätsstandards. Ne? Und da brauchen wir die entsprechenden. Ich glaube, jeder, der mit Leidenschaft und Professionalität da unterwegs ist, wünscht sich diese Qualitätsstandards, weil dann werden wir mal sehen, was sind denn die Maßstäbe, die wir sinnvollerweise alle erfüllen sollen und wollen. Wenn man Standards aber dann definiert, kommt man natürlich auf das Thema, hey, dann gucken wir uns mal die Voraussetzungen an, beispielsweise Fachkraft-Kindschlüssel oder Freistellung-Leitung oder Fortbildungsbudgets etc., die wir dann dazu brauchen, damit wir es auch machen. So, und da müssen wir hinten dran bleiben. Ne? Aber ich bin ganz optimistisch, weil Sie fragten nach Meilenstein. Bisher ist da schon eine Menge passiert und es liegt an uns. Wir können damit eine Menge gestalten und bewegen. Ne? Ja, Herr Thelen, ich bin da ganz bei Ihnen. Jetzt haben Sie ja fast schon bei mir die Gänsehaut hervorgerufen, weil ich es ganz genauso sehe wie Sie. Und genau das machen wir mit den Kita-Helden. Wir schweißen die Menschen zusammen. Wir haben über 14 Millionen Eltern, die ihre Kinder in Kitas und Schulen haben. Und wir haben über 780.000 Kita-Fachkräfte in Deutschland. Und wenn wir uns zusammentun, ich denke, dann sind wir genau die Gemeinschaft, die Stärke, die wir brauchen, um den Politikern zu zeigen, pass mal auf, wir hätten gern hier eine kleine Revolution. Und wir sind wichtig und das, was wir tun, ist wichtig und das ist gut. Ja, darf ich was kurz dazu sagen? Das ist, ich glaube und möchte Ihnen nicht zu nahe treten, das ist mehr als wichtig, was wir hier machen. Das ist wirklich existenziell. Also für das einzelne Kind ist es existenziell, wenn wir uns angucken, wie die Zukunft sich entwickelt, dann brauchen wir selbstbestimmte, verantwortliche jugendliche Kinder und wo lernt man das? In der frühen Bildung, ne? Die Selbstwirksamkeit gespürt haben, die deshalb Selbstvertrauen haben, die deshalb der Komplexität und Dynamik, die auf uns zukommt, dann auch wirklich das Thema haben, hey, ich gucke mir das erstmal an, statt zu sagen, das wird aber, weil sie verunsichert sind. Ja. Ne? Und das ist für das einzelne Kind, ist das von existenzieller Bedeutung. Da haben wir uns in der Vergangenheit und jetzt erlauben wir uns Skandale, die sind wirklich, wenn man sich die Fachkraftschlüssel in einzelnen Bundesländern anguckt, ist das ein Skandal und das ist nicht hinnehmbar. Und es ist existenziell für unsere Gesellschaft. Wenn wir in der Qualität weiterleben wollen, dann müssen wir frühe Bildung, und das ist das, was wir meinen, mit vom Kopf auf die Füße wirklich wiederzustellen, müssen wir damit anfangen, dass wir sagen, hier, da werden die Grundlagen gelegt. Wenn wir das nicht machen, gefährden wir unsere Zukunft. Aber mit Sicherheit. Ne? So, das müssen wir rüberkriegen. Das ist mehr als wichtig. Es ist existenziell. Ja. Sie haben es wunderbar in Worte gefasst, auch die Energie habe ich gespürt, genau da bin ich auch und ich bin froh, dass Sie das so sagen, denn schließlich sind die Kinder von heute die Entscheider von morgen. Die Entscheider von morgen entscheiden über den Planeten, über unsere Gesundheit und über unsere Politik, über unser Miteinander, Krieg und Frieden. Und wenn wir jetzt starke Kinder entwickeln, wenn wir Kinder begleiten können darauf, sich stark zu entwickeln, dann werden das starke Erwachsene und starke Entscheider. Und dadurch wird alles einfacher und schöner. Bin ich ganz, ganz bei Ihnen. Teilen Sie uns doch mal ganz kurz mit, Herr Thelen, was bedeutet denn für Sie eigentlich gute Bildung und gute Erziehung in der frühen Kindheit? Was bedeutet gute Bildung, gute Erziehung? Erstmal heißt das für mich, also eine Grundlage für gute Bildung und Erziehung ist absolute Geborgenheit. Bedingungsloses Annehmen von Individualität. Von allen Beteiligten übrigens, ne? Ob das nun Eltern sind, ob das pädagogische tolle Fachkräfte sind, ob das Politik ist, weil das bedeutet auch, dass ich da nachdenken muss, wenn ich Individualität wirklich so bedingungslos annehme, dann muss ich auch Zeit geben, um der Individualität auf die Spur kommen zu können. Ne? Also das ist dieses Thema, dass wir Grundvoraussetzungen brauchen, die dann auch zu dem Punkt führen, nämlich, dass das Kind sich absolut angenommen und geborgen fühlt. Das ist beispielsweise das, was wir als zweites Zuhause bezeichnen. Das ist die Grundvoraussetzung für jegliche Entfaltung und Bildung. Die müssen wir tagtäglich sicherstellen. Ne? Und zwar nicht nur, ja, das ist uns, das sollten wir oder könnten wir, etc., sondern wiederum mit Methoden, ob wir nun die Leuwener
ob wir das Leuwener-Modell oder andere Methoden nehmen, die uns wirklich erlauben, tagtäglich dahinterher zu sein, weil es ist ein tagtägliches Thema. Das nächste ist dann, was gute Bildung ausmacht, wiederum der Individualität in die Mitte zu stellen und probieren, der Individualität etwas auf die Spur zu kommen, um sie dann letztendlich individuell begleiten zu können im Sinne der, und sind ja alles Fachleute draußen, der Co-Konstruktion. Übrigens bin ich nach wie vor ein Nicht-Pädagoge, ne? Von daher bewege ich mich hier auf dünnem Eis. Aber dieses Thema dann wirklich über Beobachtung, Dokumentation, Austausch, dann die Impulse zu setzen, die das Kind braucht an dem jeweiligen Punkt, um sich dann wirklich weiterzuentwickeln. Und das bedeutet sehr stark in dem Thema von Selbstbildung, also dieses Thema, also die Erfahrungen machen zu können, der Selbstfindung, der Selbstwirksamkeit, des Selbstvertrauensgewinnens, weil das nachher die Themen sind, die wir auch für die Zukunft brauchen, weil da wird es nicht mehr das strukturierte lange gehen, sondern das wird alles relativ schnell beweglich sein. Mhm. Da sind das genau die Themen, die ich nachher brauche, um in der Schule, im Berufsleben etc. Zu bestehen. Ne? Ja. Das ist noch weit weg. Das ist sozusagen nicht nur für Entscheider wichtig, sondern für jeden, für jedes einzelne Kind. Ne? Ja. Genau. Ja, das Persönlichkeitsentwicklung. Herr Dehn, jetzt haben Sie ja über 40 Kitas. Das heißt, Sie haben auch eine Menge pädagogische Fachkräfte, die Ihnen sicherlich auch immer wieder mal eine Rückmeldung geben, wie es Ihnen geht und was Sie so brauchen. Die Rückmeldung kriegen Sie vielleicht auch über Ihre Kita-Leitungen oder die Fachberatungen oder wen auch immer. Können Sie sagen, wo so im Moment am meisten der Schuh drückt, wenn man so reinhört in die pädagogischen Fachkräfte? Was ist denn so im Moment so der Wehepunkt, wenn es einen gibt? Wenn wir mal von Corona jetzt im Augenblick als... Ja, genau, wir klammern Corona mal ein bisschen aus. Corona aus, ne? Ja. Also ich glaube, dass es nach wie vor das Thema Wertschätzung ist. Also das, was, das ist ja auch wiederum bezeichnend für diese, für die Personen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass Bezahlung, was vielleicht in anderen Berufsfeldern vielleicht als erstes genannt wird, nicht, zumindest bei mir, nicht als das erste hochkommt, was mir genannt wird, sondern dieses Thema, guck mal, ich habe mich für diesen Beruf entschieden. Ne? Ich will auf das Kind eingehen und ich brauche die Unterstützung von dir als Träger, als auch von Gesellschaft, dass wir nicht nur sagen, ja, das ist ein wichtiger oder systemrelevant, sondern dass es dann auch zu Folgen kommt, nämlich, dass man die Rahmenbedingungen hat, die es einem dann überhaupt erlauben, den eigenen hohen Anspruch zu erfüllen. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, das sind diese Qualitätsstandards, wenn ich es dann mal mit einem Begriff ausführe, der vielleicht geläufiger ist, wo die Kolleginnen halt einfach, die geben ja nicht auf. Ne? Also die haben diese Leidenschaft, ne? Arbeiten unter nicht optimalen Bedingungen und stellen nicht die Arbeit ein, sondern sie machen weiter. Ne? Ja. So, da sind, ne? Aber wir kommen immer wieder auf dasselbe Thema. Wir haben das verdient, diese Rahmenbedingungen zu bekommen. Ja. Ne? Und das ist Fachkraft-Kind-Schlüssel. Das ist was mit Fortbildung. Ne? Das ist was mit laufender Begleitung. Ne? Also wir nennen das hier Coaching. Wir haben einen speziellen Schlüssel. Wie viel geht das von einzelnen Coaches begleitet werden? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich sich alles weiterentwickelt und wir nicht einfach sagen können, so, das ist jetzt ein Konzept und ihr werdet das schon hinkriegen oder so, ne? Sondern da braucht es die Begleitung, die ist nicht mit dem Notarztwagen da ist was reingefallen, sondern das ist das Kontinuierliche, ne? Wo man auch die Sicherheit hat, hey, guck mal, da kann ich jemanden anrufen, ne? Und da gibt es einen Schlüssel, dass diese Person, weil die nehmen ja auch immer Rücksicht, ne? Die haben, also die Coaches, die haben auch einen Schlüssel, dass die diese Zeiten haben. Bei uns ist das so im Durchschnitt jetzt so 1:6 bis 1:10, das heißt 1:8. Das heißt, ein Coach steht für 8 Einrichtungen dann zur Verfügung, um diese Kolleginnen und Kollegen dann in ihrer Arbeit zu unterstützen. Und das ist auch wiederum dieses Thema Coachen, ne? Weil wir glauben, dass die Experten vorne stehen. Ne? Das ist die einzelne Erzieherin. Weil wenn wir davon reden, dass wir auf die Individualität eingehen müssen, dann braucht es genau die Entscheidung in der Sekunde, wo man etwas entdeckt und wo man sagt, ah, das könnte so. Und dann braucht man die Professionalität, aber auch die Möglichkeit, dann zu entscheiden. Ja, die Kinder brauchen Vorbilder und ihre Idee ist es, mit den Coaches die Vorbilder stark zu machen durch Persönlichkeitsentwicklung, damit sie starke Vorbilder sein können. Wow,
Also ich wüsste, ich kann mich darin üben, mich kürzer zu fassen. Auf den Punkt. Alles gut, Herr Thien. Herr Thien, lassen Sie uns mal ein Stück weit in so eine Trägerstruktur gehen. Ich habe ja ein sehr großes Netzwerk und ich bekomme täglich Nachrichten, da heißt es immer, der Träger, der könnte doch mal, der sieht mich nicht, der hört mich nicht. Warum stellt er nicht mehr Leute ein? Warum gibt er mir nicht mehr Geld? Warum macht er nicht bessere Strukturen? Warum haben wir nicht bessere Materialien? Was macht der Träger denn da? Und ich glaube, der Träger hat ja genauso Baustellen wie jeder andere auch. Und vielleicht brauchen wir ein bisschen Transparenz. Könnten Sie uns mal sagen, was sind denn die Herausforderungen eines Kita-Trägers, warum der Träger halt nicht immer sofort und gleich und alles kann? Ich würde vielleicht kurz mal sagen, was ich glaube, wofür ein Träger insbesondere verantwortlich ist. Und dann würde ich auf den Punkt kommen, hey, wo ist es dann so schwer? Ne? Also ich glaube, dass ein Träger, die, also wir fühlen uns, in der, und ich nehme das zurück, nicht der Träger, sondern wir als Träger, als Edukare, fühlen uns in der Verantwortung, eine Bildungskonzeption zu geben, die sozusagen von der Praxis für die Praxis ist, die den Kolleginnen Sicherheit gibt, wohin wir wollen, das heißt Bild vom Kind und wie wir da hinkommen. Ne? Aber jede Menge Möglichkeiten gibt, individuell dann auf das Kind einzugehen. Das ist das Erste, das würde ich mal als so ein Fundament nehmen. Das Nächste ist, dass wir Strukturen und Prozesse zur Verfügung stellen müssen, die sicherstellen, dass wir zum Beispiel Geborgenheit haben oder zum Beispiel Entfaltung haben. Was dann bedeutet unter anderem, dass wir Prozesse zum Beispiel in der Beobachtung und Dokumentation wir als Träger zur Verfügung stellen müssen, die es der einzelnen Fachkraft erleichtern, der Individualität auf die Spur zu kommen, anstatt sich aus 600 Methoden irgendwie und so weiter und so fort und dass sie vielleicht, dass das ein Set ist, womit auf dessen Basis man sich dann mit anderen Fachkräften wiederum austauschen kann, um genau in diesem, in dem, in der kollegialen Beratung zu sein. Und zwar über Kitas hinweg, weil da gibt es ja tausende Schätze, die es zu heben gibt. Mhm. Das heißt, das sind so Strukturen, also sind Prozesse, gibt aber auch so Strukturen, die ein Träger oder die wir zur Verfügung stellen. Das bedeutet beispielsweise, wie bekommen wir es denn hin, dass wir wirklich diese Verfügungszeit von 15-20% haben? Wie bekommen wir es hin, dass wir wirklich dieses intensive die Begleitung haben, dann ist ein Strukturelement der Coach, der da rauskommt. Ne? Dann als dritten Punkt, das heißt, ich hatte gerade Bildungskonzept, dann Strukturen und Prozesse. Das dritte ist, dass wir eine Kultur haben, dass wir uns dafür verantwortlich fühlen, eine Kultur zu haben, wo wir Selbstverantwortlichkeit stärken. Weil wenn wir, wie vorhin gesagt, auf Individualität eingehen gehen wollen, dann bedeutet es, dass die einzelne Fachkraft die Möglichkeit haben muss, dort eigenverantwortlich unterwegs zu sein, was dann auch wieder auf der Prozessseite bedeutet, wir müssen massiv in Fortbildung investieren. Massiv, ja, wirklich. Weil jetzt Kinderschutzkonzept. Muss ein Konzept entwickelt werden, dann muss es geschult werden, dann müssen wir wiederum begleiten, weil das haben die Kolleginnen verdient. Aber auch eine Kultur von, eine Fehlerkultur. Weil auch hier sind wir wieder das in dem, im Thema Vorbild, was Sie gesagt haben. Ne? Hey, wir probieren was aus und das passiert anders, als wir es gedacht haben. Das ist kein Beinbruch, sondern das ist so, wenn man gestaltet. Ne? Ja. Das gehört dazu. So weit, gut gebrüllt, Löwe, ne? Was wir uns so vornehmen. Und wo es natürlich das Thema gibt, ist dann beispielsweise eine große Herausforderung ist halt einfach die Finanzierung. Ne? Ja. Was uns dazu bewogen hat, dass wir in bestimmten Bundesländern nicht tätig sind, in bestimmten Städten nicht tätig sind und für bestimmte Unternehmen nicht tätig sind. Das heißt, wir gehen nur in die Standorte, wo wir eine Finanzierung bekommen, die überhaupt erlaubt, Qualität sicherzustellen. Das heißt, wo wir einen Fachkraftschlüssel haben, der es erlaubt, wie gesagt, auf das Kind einzugehen, der uns ein Fortbildungsbudget, und das ist natürlich bei uns jetzt nicht so, dass da die Bäume durch die Decke wachsen, ne? Sondern da sind wir auch gefordert, zu anderen zu überlegen, was können wir effizienter machen. Ne? Aber zumindest so, dass wir, also wenn wir eine neue Kita aufmachen, dann gibt es 7 Fortbildungstage nur für dieses Team in dem ersten Jahr. Wenn man jetzt individuelle noch dazu nehmen würde, dann kämen die halt dahin zu, wo wir sagen, guck mal, da gibt es eine Grundthematik für das Bildungskonzept, für Beobachtung und Dokumentation und ganz, ganz, ganz wichtig für die Erziehungspartnerschaft. Ne? Und das ist dann etwas, was wir dann gucken, fallen, wenn wir das Geld dafür nicht zur Verfügung haben,
dann sind wir auch nicht da. Ne? Das bedeutet also, ich höre da eine große Verantwortung. Also Sie haben einen Qualitätsanspruch, ein Bewusstsein dafür, was Ihnen wichtig sind, Ihre Werte. Und Sie gehen nicht dahin, wo Ihre Werte sozusagen nicht erfüllt werden können. Ja, ganz genau. Oder wo ich die Kollegin verheizen würde. Ne? Ja. Und dann meinem Versprechen, und das ist ja ein gemeinsames Versprechen von Fachkräften gegenüber Kindern, ne? Also gegenüber uns selber erstmal, dann gegenüber den Kindern und Eltern, als auch Gesellschaft. Wenn wir das dann nicht erfüllen können, stabil, dann können wir es nicht machen, ne? Weil gesagt ist getan. Ne? So, was mich sehr interessieren würde, Herr Thelen, wäre nämlich, wie Sie mit diesem Spagat klarkommen. Ne? Sie haben einen hohen Qualitätsanspruch und Sie wollen den Fachkräften was Gutes tun. Und wie ich auch höre, ist Ihnen die Kindheit ganz, ganz wichtig, auch die Bedürfnisse und die Geborgenheit der Kinder wahrzunehmen, das Bedürfnis danach. Jetzt haben wir natürlich Eltern, die in auch großen Herausforderungen stecken. Das sind oft wirtschaftliche Herausforderungen, aber natürlich auch kulturelle Herausforderungen, weil es geprägt wurde, ne, im Laufe der letzten Jahre. Und die haben gewisse Ansprüche, diese Eltern, und die haben gewisse Nöte, wodurch es immer wieder zu schwierigen Situationen kommt, um alles miteinander zu vereinbaren. Eltern, die vielleicht mal kranke Kinder bringen, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren und deswegen irgendwie in der Not sind und dann Dinge tun, die wir eigentlich, nein, nicht eigentlich, wir können sie nicht vertreten, weil wir ja Menschen schützen wollen. Wie geht es Ihnen als Träger da, diesen Spagat gerecht zu werden? Wie Sie das sagen, also und das halten ja wiederum die Fachkräfte aus, ne? Vor Ort. Das ist ein Spagat und gibt es keine Lösung zu. Es gibt aber das Thema dazu, wo man vielleicht die Breite des Spagates ein bisschen kleiner machen kann, ist jetzt Kolleginnen und Kollegen auszusuchen, die an dieser Erziehungspartnerschaft erstmal grundsätzlich ein hohes Interesse haben. Und was wir meinen, ist dann auf Augenhöhe. Und das ernst nehmen. Ne? Und so wie Sie sagen, ne? Es gibt keine Handlung, die keine Begründung hat. Und das erstmal zu hören und zu verstehen, ist übrigens, da braucht man auch wieder einen bestimmten Personalausstattung, dass man überhaupt die Zeit hat, zuzuhören. Ne? Dass man eine Schulung hat beispielsweise. Wir schulen 2 Tage in der Erziehungspartnerschaft. Das ist ein Basiskurs, den jede Kollegin und jeder Kollege besucht haben muss. Und dann gibt es natürlich dazu noch Aufsatzfortbildung etc., wo wir das erstmal ernst nehmen müssen, wollen, ne? Was denn jetzt der Hintergrund der Eltern ist. Wenn das zu einer, Konstellation kommt, die nicht tragbar ist, weil wir vielleicht der einzelnen Familie probieren, gerecht zu werden, aber den anderen Kindern, den anderen Familien oder den Fachkräften nicht gerecht werden, dann müssen wir auch einen Strich ziehen. Ne? Also Strich meine ich mit, hey, guck mal, wir treffen hier Vereinbarungen mit den Eltern. Wir probieren darauf einzugehen. Das bedeutet aber, dass es bis zu dieser Linie wirklich geht, weil sonst kommt das Gesamtsystem ins Trudeln. Und wenn das nicht eingehalten wird, weil das ist eine Partnerschaft, das bedeutet, wir sind in der Verpflichtung und in dem Vergnügen, aber die Eltern auch. Und wenn das andauernd nicht eingehalten wird, dann kann eine Kita das nicht leisten. So, und dann muss die einzelne Fachkraft, die Leitung, das Backing, also die Unterstützung vom Träger haben, hey, guck mal, was ich nicht leisten kann. Weil wir sind auch keine Psychologen, wir können auch keine aufsuchende Elternarbeit machen bei den Personalschlüssen. Ja. Da gibt es eine Grenze. So, und da braucht es auch Unterstützung und Klarheit. Ne? Und da glaube ich, da kann man den Spagat ein bisschen kleiner machen, damit die Kolleginnen aushalten können. Ne? Ja. Da ist wiederum ein Träger gefordert. Ne? Dann bin ich jetzt mal sehr gespannt auf die Antwort meiner nächsten Frage. Wir kommen jetzt auch schon bald zum Ende. Meine nächste Frage wird sicherlich gar nicht so einfach für Sie sein, weil Sie ein Mensch sind, so nehme ich Sie gerade wahr, der einen hohen Stellenwert auf Qualität legt. Und wie gehen Sie damit um, dass die Politik im Moment ganz stark damit beschäftigt ist, zu überlegen, wie kriegt man den Fachkräftemangel in den Griff? Und jetzt überlegen die tatsächlich, die Qualitätsstandards und die Qualitätszeit, also die Ausbildungszeit, so stark zu verringern, dass man schnellstmöglich jemanden ausbildet, der dann in einer Kita arbeiten darf, zum Beispiel mit 180 Stunden Ausbildungen. Wie geht's Ihnen damit, wenn Sie diese Strategien unserer Politik hören? Erstmal gilt es, also für mich gilt es, das ernst zu nehmen, was, warum und zu verstehen, warum Politik und Verwaltung dort das machen. Also das gebührt
Ich glaube, das ist, das haben die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung und der Politik auch verdient. Die Gespräche, weil ich war eine ganze Zeit sehr intensiv im Rahmen von der Wertschätzungskampagne in Berlin unterwegs und auch in Bundesländern unterwegs. Und da gibt es in den einzelnen Verwaltungen, die der Politik zuarbeiten, gibt es kaum unterschiedlichen Blick zu dem, was Sie, Herr Ebenhöhe, haben oder was ich habe. Das heißt, wo wir an sich hinwollen. Ne? Ja. Was es dann aber in der Tat gibt, ist es die, wie bekommt man das hin, dass nachher die Umsetzung auch so erfolgt. Ne? Und dann sehen wir ja, wenn wir die, das Gute-Kita-Gesetz sehen, was ebenfalls ein Skandal ist, dass da Mittel in Töpfe reinkommen, die nichts im Geringsten mit dem zu tun haben, wofür das Gesetz an sich entwickelt worden ist. Ja. Ne? Und das ist dann wiederum, wie geht's mit damit? Ein Skandal. So, jetzt gibt's aber das Thema, ja, jetzt kann ich mich die ganze Zeit aufregen. Das andere ist, hey, wenn ich denn das wirklich als einen Skandal empfinde, ne, dann muss ich aufstehen. Ne? Also dann kann ich nicht sitzen bleiben, ne? Ja. Sondern dann muss ich mich an sich, an die Mobilisierung machen. Ne? So, und das ist, und da bin ich an sich auch sehr positiv gestimmt, weil wir ja schon eine Menge in Deutschland bewegt haben. Ne? Ja. Also hier meine ich jetzt die Community. Ne? Ja, so, und wir sind auf dem Weg. Wir dürfen nur nicht nachlassen. Oder was das wirklich Traurigste wäre, dass sich begeisterte Leute sich denken, guck mal, das hat keinen Sinn, ich gehe in einen anderen Beruf, ne? Weil ja. Es gibt genügend andere Berufe, ne? Die ja. werden vielleicht sogar noch besser bezahlt. Ich sage Ihnen aber, die sind nicht so toll wie unser Beruf, mit dem wir uns auseinandersetzen. Ne? Und dafür gilt es dann auch zu kämpfen. Ne? Von daher, Skandal, und das, Sie merken das schon, das gilt es auch pointiert auszudrücken. Zum anderen, das Zweite, und das ist, glaube ich, unser Menschenbild auch, wenn uns was nicht gefällt, dann sind wir aufgefordert, es zu ändern. Ne? Mhm. Deshalb haben wir auch ja, Educare für uns gegründet, weil wir gedacht haben, also ich habe als Vater versagt, weil ich wollte meine Kinder in einer Educare-Kita haben. Falsch, ne? Also habe ich versagt, weil wir haben es nicht hinbekommen in unserer Stadt. Ne? Aber das Thema ist, guck mal, man kann eine Menge bewegen und wir haben tolle Rahmenbedingungen dazu. Und deshalb sage ich, das kriegen wir hin, wenn wir aufstehen. Ne? Würden Sie sich wünschen, Herr Thelen, dass wir Erzieher, damit meine ich ja auch mich, bin ja auch Erzieher, dass wir ein bisschen mutiger werden und einfach auch mal lernen, gemeinsam aufzustehen? Sind wir vielleicht noch nicht mutig genug, noch nicht stark in unserem Standing genug, so dass wir einfach aufstehen und sagen, so geht's nicht weiter, wir halten jetzt zusammen, wir werden gemeinsam sagen, nein, ein starkes Nein für ein gutes Ja, ein Ja für bessere Rahmenbedingungen, ein Ja für mehr gesunde Arbeitsbedingungen, ist das so? Würden Sie das unterstreichen? Unbedingt. Unbedingt, ja. Und das hat vielleicht auch was mit der Sozialisierung zu tun, warum man in den Beruf geht oder was es auch immer ist. Ne? Aber wir machen noch nicht genug daraus. Und wir haben tolle Partner dabei, nämlich die Eltern. Ne? Mhm. Und die können wir auch mobilisieren. Wir haben die Verwaltung auf unserer Seite, das heißt die in den Ministerien, in den Jugendämtern, die auch dafür kämpfen. Ne? Mhm. So, da müssen wir gucken, wie kriegen wir das denn zusammen? Ne? Und dann sehr deutlich machen, hey, guck mal, ich wähle dich nicht mehr, wenn du dich nicht dafür einsetzt. Ja. Ne? Und ich glaube, dieses, es muss eine Konsequenz haben für Politik, damit sie gegenüber, also wir müssen unsere Lobby stärken, ne? Damit sie gegenüber anderen Lobbys, ne, deutlich wird. Ne? Ja. Also wir haben ja einen Kita-Verband mitgegründet, weil wir sagen, guck mal, das ist auch noch eine Thematik, das heißt, da braucht es dieses Thema von Verbund, ne? Bündelung, ne? Dann haben wir die Wertschätzungskampagne oder jetzt die Qualität ohne Wenn, Punkt, Kampagne, wo wir probieren aufzurufen. Und wir beteiligen uns an jeder Kampagne. Wenn ihr da gute Ideen habt, sagt uns Bescheid. Wir sind dabei. Hervorragend. Ne? Herr Thelen, das bedeutet auch, dass ich höre jetzt so ein ganz leises Plädoyer dafür oder einen leisen Wunsch dafür, dass die Erzieherin und ihre Träger, dass die auch eine Partnerschaft eingehen. Weil ich glaube, das haben wir oft auch noch nicht geschafft. Und ich glaube, dass durch diese starke Partnerschaft wir vielleicht noch mehr erreichen können. Ist das so? Also das würde ich mir so nicht, also das, die anderen Träger, die sehen wir alle als Mitgestalter. Ne? Also ja. Auch wenn man so mit Leuten aus der Wirtschaft, dann reden die immer von Wettbewerbern. Und ich probiere mal zu verstehen, worüber reden die hier? Ne? Also die anderen Träger, das sind keine Wettbewerber, ne, sondern wir arbeiten an einem gemeinsamen Ziel und möglichst komplementär. Ne? Also ja. Wenn wir jetzt in einer Gemeinde sind, dass wir vielleicht auch Schulungen gemeinsam machen oder was auch immer. Ne? Und
Das kann ich nicht beurteilen. Die Träger, die ich kenne, die sind so wie wir unterwegs und probieren wirklich was zu bewegen. Wir müssen aber vielleicht das noch deutlicher machen, dass sie sagen, hey, wir sind zusammen, ne? Das ist schon mal etwas, dann holen wir die Eltern noch zusammen und dann kriegen wir schon was Deutliches hin. Und ja, dann müssen wir überlegen, wie kriegen wir das auf den Punkt gebracht, dass es bei Politik ankommt. Ne? Ja. Und dass eine Politikerin, die jetzt das Familienministerium verantwortet, dann auch sagen kann, hey Jungs, ne, hier an der Runde, die von den anderen Ministerien, wenn wir das jetzt hier nicht machen, dann sieht das für uns doof aus. Ne? Ja, ja. So, und das müssen wir hinbekommen, weil sonst ist es immer gut, also sonst werden wir noch jede Menge Sonntagsreden hören, ne? Und die ja, Musik spielt montags bis freitags und da müssen wir rein. Ne? Ja. Herr Thelen, kommen wir zu meiner letzten Frage, die ich an Sie habe. Nämlich, was so Ihr persönliches Herzensthema ist? Oder gibt es ein Thema, wo Sie sagen, da möchten Sie gerne mal viel mehr darüber sprechen? Da sollte man mal viel mehr darüber diskutieren. Das sollten wir viel mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geben, das Thema. Ja, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen. Ne? Das ist das Thema, Beruf, ja. Und der braucht nicht, also er braucht als erstes Wertschätzung. Und dann Anerkennung und Anerkennung aber durch mit wie würde man das sagen, durch also handfeste Sachen, ne? Nämlich Fachkraft-Kind-Schlüssel, ja, ne? Der muss gesetzt werden und zwar der muss definiert werden und da Entwicklung von Qualitätsstandards, hey, da würde ich gerne intensiver drüber nachdenken, ne? Also mitdiskutieren und unsere Gedanken mit reinbringen, nämlich dieses Thema von ich muss das gerade mal hier was wegmachen, sorry. Das Thema, dass wir das handfester machen, was die Qualitätsstandards sind. Ja, ne? Ja. Und das geht über Fachkraft-Kind-Schlüssel, geht über Fortbildungsthemen rein. Genau, das ist ein Thema, lassen wir uns das vertiefen, ne? Damit ja, wir das wirklich der Politik dann so sagen können, guck mal, so und so sieht das aus. Ne? Wunderbar. Herr Thelen, dann an dieser Stelle, die 30 Minuten sind schon um. Ich habe Ihnen ja gesagt, das geht ruckzuck. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Expertise, für Ihre Gedanken dazu und dann vor allen Dingen für etwas, was ich nicht als selbstverständlich erachte, nämlich für Ihre Aufrichtigkeit als Kita-Träger auch da ein Stück weit Transparenz zu schaffen. Herzlichen Dank dafür. Hey, das war mir ein Vergnügen. Ja, wunderbar. Grüße in die Landschaft und wir schaffen das. Genau. Macht's gut da draußen. Bis dann. Ciao, ciao.